Sucht bin. Meine Stimme, die kennt jeder in dem Banjo. Komm ich in mein Banjo, egal wo ich Sucht bin. Zu Wende genommen. Freunde, was soll ich euch sagen? Das Video hat wirklich eine krasse Wende genommen. Also wir hatten in diesem Video wirklich alles. Wir hatten lustige Szenen, wir hatten normale Szenen, wir hatten aggressive Szenen. Ich war in Gefahr. Das werdet ihr alles im Video sehen, deswegen bleibt dran. Thema vom Video, zeig mir deine Notizen, Teil 2. Was ist aus deinem alten Kameramann passiert? Wieso? Du bist doch ein anderen. Nein, Mann, das ist doch er. Echt jetzt? Okay. Oder welchen meinst du? Ja, diesen anderen. Der ist ja ein dicker, Bruder. Meinst du Daniel? Ja. Aber der hat sich verändert, ist immer noch dick. Hey. Stellt euch am besten aber vor. Ich bin Elena. Ich bin Justin. Justin, wie groß bist du? 2,5 Meter. 2,5 Meter, ist die Luft da anders? Ford. Ford Fiesta. Your name? Oh, mein Name ist Claudia. Claudia? Claudia. Ist das ein echter Name? Nein. Ja, ich bin Dennis. Wie? Ich bin Ahmed, auch 19 Jahre alt. Ahmed und Luis. Ich bin Marcel, ich bin auch 19. Ich heiße Payam. Was denn? Payam. Wieso hast du so lange überlegt? Guck mal, wie Ay, die Arme, die weiß jetzt schon, die wird zum Meme. Ah, wie soll ich mal daneben sein, Digga? Du weißt, die tötet mich erstmal. What is your Chinese name? Die Yuezi. Hä? Die Yuezi. Boah, das kann ich niemals aussprechen, ne? Ich wollte gerade nachsprechen, aber es geht gar nicht. Die Yuezi. Li Yuezi. Yeah, I'm come from Taiwan. Holt mal alle eure Handys raus. Jeder hält es in der Hand, ohne irgendwas zu löschen. Und wir machen. Bruder, was hast du eigentlich mit den ganzen Hot Chips gemacht? Du hattest ja so viele. Haha. Bruder, ich habe immer noch welche. Die sind gefährlich hier unterwegs. Mach dir keine Sorgen, Bruder. Wir sind noch unterwegs, Mann. Das so, wir kontrollieren heute die Notizen von euch. Das, was ihr in den Notizen stehen habt, auf dem Handy. Wir fangen mit dir an, Elena. Can you say the best YouTuber is Denison? Denison ist hier der beste YouTuber. Oh mein Gott, krank. Wir gehen jetzt einmal. Hallo, was war das? Ah, mein Name, Digga. Wessen Kaugummi war das? Was euer? Also, wir kontrollieren jetzt die Notizen einmal von Paya. Das Ding ist, manche Notizen sind halt auch überflüssig, ne? Zum Beispiel hat er dein Insta. Worum ging es? Ich war mit meiner Freundin und wir haben halt über Notizen geschrieben. Also, eine Person war dabei, die das nicht wissen sollte. Ach so, okay. Hä, wie schreibt man denn über Notizen, Alter? Erklär mir das mal bitte einer. Wie kann man über Notizen schreiben? Hä? Wir haben halt über Notizen geschrieben. Also eine Person war dabei, die das nicht wissen sollte. Ach so, okay. My best friend Köpek? Hä, wie kann man das, wie kann man über Notizen schreiben? Was hat sie an? Sieht aus wie BH. Ja, ich schwöre, Bruder. Die ist einfach Bikini, Bruder. Die ist einfach irgendwo in Miami. Schreiben und Handy zeigen. Ah, okay, so meinst du. Okay, verstehe. Geschrieben, also eine Person war dabei, die das nicht wissen sollte. Ach so, okay. My best friend Köpek? My best friend Köpek? It's the best one. It's the best one. My name is Köpek. Okay, okay. 我最喜欢 Köpek 在台湾. Okay. Very nice, very nice. Da sehe ich, ich könnte theoretisch jetzt mit ihr das Format durchziehen, aber ich glaube, wir verstehen uns beide nicht, deswegen lassen wir es einfach mal. Lisan, what? Is your name? Lisan, what? Die Ah, ja. Also, aktuell. Ah, der ist schon lustig, ja. Bu und Pu-Seite. Erster Kuss. Wo ist mit meiner Freundin? Ach, warte mal, du hast ja aufgeschrieben, was. Also, ja, Bruder, Datum und sowas. Bruder, ich drucke mal so Bankbelege aus und du druckst einfach aus, was du gemacht hast, Bruder, mit deiner Freundin. Alzheimer-Konto und so. Nein, Bruder, das ist einer. Bruder, mach mal an, Bruder. Vertrau mir. Das Ding ist ganz oben, klingt am interessantesten, Bruder, ist sogar gesperrt. Geh nicht hoch, Bruder. 12.08.2023. Du hast ein sehr schönes. Der Satz hat da aufgehört. Es war so ein Mädchen in der Bahn und sie hatte so ein Kleid an und das war sehr schön und ich wollte sie eigentlich mitteilen, aber ich war zu schei, sie anzusprechen, deswegen wollte ich sie schreiben, aber dann ist sie ausgestiegen, also. Hä, ich verstehe das nicht. Die schreibt das lieber auf ihrem Handy, auf die Notizen, und dann hätte sie das dem Mädchen gezeigt, oder schickt sie das per Airdrop, oder wie läuft das, Alter? Was ist das für ein Sisi, Bruder? Ich check dieses System nicht. Mitteilen, aber ich war zu schei, sie anzusprechen, deswegen wollte ich sie schreiben, aber dann ist sie ausgestiegen, also was. Okay, Notizen kann man teilen und gegenseitig bearbeiten. Airdrop, okay, verstehe. Aber dafür muss sie doch die Nummer haben oder so. Oder woher weiß sie, dass sie auch Airdrop anhat und so? Versteht ihr, wie ich meine? Bruder, was ist das für ein komplizierter Weg, Alter? Geh doch die Leute ansprechen, Mann, Alter. Was ist das? Seid ihr alle so schüchtern geworden oder was? Ich mitteilen, aber ich war zu schei, sie anzusprechen. Deswegen wollte ich sie schreiben, aber dann ist sie ausgestiegen, also was. Ach so, dann über Airdrop wahrscheinlich, ne? Ja. Was könnte man sich dann noch angucken? Ach, zuletzt gelöscht, 18. Aha, aha. Scheiße. Zuletzt gelöscht 18. Oh, der war schnell. Quatsch, zu langsam. Also, Bu und Pu-Seite. Wer ist Bu und wer ist Pu von euch?
Ich bin Pu. Pu und sie ist Bu. Ja, Mann. Der eine Bruder fragt einfach, wer ist dieser Airdrop? Ey, Z-Nep. Bruder, dein. Also, Zeynep, glaube ich, ne? Zeynep, Born, wer ist dieser Airdrop? Ey, ich kann nicht mehr, da bring mich doch nicht zum Lachen, Zeynep, was ist los, Mann? Okay, muss man das verstehen? Nein. Ich? Ich bin Pu. Pu und sie ist Bu. Ja, Mann. Okay, muss man das verstehen? Nein. 12.8.2033? Bist du ein Zeitreisender oder was? Kannst du ausmachen, bitte? Dann hat sie geschrieben, war nicht geil. Was war nicht geil? Das ist so weiß, wenn du nichts dazu sagst, machen wir uns alle Kopfkino. Was ist damit gemeint gewesen? Snap. Snap spricht man das aus. Okay. Ich weiß nicht mehr. Du weißt Snap. Es, sonst hättest du nicht gelacht. Worauf bezieht sich das? Sie hat ein Date. Also, kennst du Leute, die 20 Minuten später noch lachen? So. Also sie hat ein Date und das war jetzt nicht so gut. Ja. Yeah. Okay, mit Date wahrscheinlich dann ja, ein bisschen mehr als normales Date jetzt, so auf Kennenlernbasis, ne? Kann sein. Achso, das ist eine Konversation von einem Club. Das war vor 2 Jahren und das war mit einer Freundin, weil sie, also ich hatte was mit einem Typen und sie hatte danach was mit diesem Typen am gleichen Abend. Sie hat sich halt entschuldigt, dass ihr das voll peinlich ist und unangenehm. Aber es war jetzt kein Typ, der, also den hast du da einfach im Club kennengelernt? Ja, ja. Das war einfach so ein schnelles Ding. Ja. Bist du aber eher so die Person, die sagt, okay, ich gehe in den Club, hab meinen Spaß und fahr dann nach Hause? Ja. 16. bis 17.11.2021. Hey, warte, das habe ich gerade nicht verstanden, Alter. Hast du da einfach im Club kennengelernt? Ja, ja. Das war einfach so ein schnelles Ding. Ja. Bist du aber eher so die Person, die sagt, okay, ich gehe in den Club, hab meinen Spaß und fahr dann nach Hause? Ja. 16. bis 17.11.2021 war deren erster Kuss. Ja, Mann. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, Bro. Wie war der erste Kuss? Wie ist der zustande gekommen? Ich hatte neu meinen Führerschein, Auto. Man ist schnell auf kleinen Raum gekommen. Ah, okay. Das heißt, es ging direkt schon theoretisch los. Kann man so sagen. Wer hat aber den ersten Schritt gemacht? Ja, Bruder, sie. Weil das Ding ist, man kennt es ja aus Filmen. Da ist, keine Ahnung, da sind zwei, das ist Mädchen, Junge. Da kommt der eine näher oder der eine guckt auf die Lippen. Da gibt es ja irgendwelche Anzeichen. Wie war es bei euch? Ja, ich war ein bisschen schüchterner zu der Zeit. Ja, und sie hat halt den ersten Schritt gemacht. Also sie lag da so... Im Auto? Ja. Boah, wie liegt man denn im Auto? Ich dachte, das Kapitel wäre fertig. Bruder, der packt alles aus, ich schwöre, Alter, was ist da los? Die Jungs stehen einfach da, die denken, ey, Bruder, was ist da los, Alter? Du bist ja richtiger Playboy, Bruder. Er schämt sich voll. Ich glaube, er schämt sich gar nicht so. Ich glaube, er ist voll stolz darauf, ja? Muss man sich auch nicht schämen, Alter. Inneren war ich gebrochen. Das Ding ist, du schreibst aber ganz schön viele Gedanken auf, ne? Ich weiß, Bruder, jetzt. Bruder, mach doch, hol dir doch ein Beat, Bruder, und rap darüber einfach. Na, hab ich versucht, Bruder, hat nicht funktioniert. Ey, weiß, bis sauer, etc., aber wollte dir einfach nur sagen, dass ich dich liebe und deswegen manchmal mich nicht kontrollieren kann. Mädchen, weißt du, wie ich mich freue, wenn du sagst, dass du gleich anrufst? Das kenne ich, dem Kollegen, ne? Nein, Mann, alles gut. Das habe ich extra gesagt, damit die nicht falsch denken. Aus welcher Situation? Ja, ich und meine Freundin haben gelästert und danach musste ich eine Ausrede finden. Damit die nicht falsch denken, über die ihr gelästert habt, ne? Das Ding ist, ihre Notizen bestehen einfach aus Chats. Wir können nicht weiterfahren. Okay, wir gehen am besten nicht zu krass ins Detail. Also wir wissen auf jeden Fall, erster Kuss war am 16. auf den 17.11.2021. Am 21.04.2022, Dennis, ich liebe dich. Was hat es damit auf sich? War das erste Mal, als sie mir gesagt hat, dass sie mich liebt, ne? Hat sie das erst ein Jahr später gemacht? Nee, 5 Monate später erst? Ja, Mann. Aber der Kuss war trotzdem drin. Ja, Mann. Das war so die Einleitung und danach erst so 5 Monate später, ja, ich liebe dich. Voll vergessen zu sagen. Ja, Budi. Ist das normal? Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Aber ihr seid nicht zusammen oder so? Oh Gott, nein. Aber ich... Oh, was? Der ist doch schön. Groß, sag nicht, du bist Türkin. Nein. Weil da stand Tarkan Ölürümsana. Weißt du, was das heißt? Nein. Tarkan, ich will für dich sterben. Wer hat das geschrieben? Gute Frage. Und ich bin einer, wenn ich die Person mag, dann warte ich wie ein Kind auf beim Eisladen. Boah, der Bruder ist Romantiker, ich schwöre. Der Bre, Kappa, Dio. Aber wenn ich dann eine Stunde warte und das nicht nur einmal, dann denke ich mir so, wen willst du verarschen? Plus, wenn du noch online bist. Lies mal vor, Bruder, du verstehst deine eigene Sprache besser. Ich verstehe auch nicht. Lies vor, Bruder, vertrau mir. Ich wollte dich mal fragen, mit wem ich jetzt am Handy schlafen soll. Von wem ich das Lächeln ins Gesicht bekommen soll. Mit wem ich über alles reden soll. Sehr unangenehm, der Bre. Guck mal, sein Freund, der beißt auf die Lippen, Alter. Krise, Bruder. Zuhören kann, wer mich am Morgen guten Morgen weckt. Oh. Bruder, ich sag dir ehrlich, der wäre gechartet sogar. Boah, es war schon so ein romantischer Moment, hat sich entwickelt und dann kam der Kuss und dann hat man sich noch besser kennengelernt und dann kam irgendwann das Ich liebe dich. War nicht überstürzt, war auch, kam aus Herzen und so. Sehr schön. Das Ding ist, die Liste ist noch lang. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ja, der Bruder, der ist heimlich Poet, der andere, ne? Der ist heimlicher Poet. Erfahren. Am 4.8., also 4 Monate später, sind die sogar zusammengekommen. Um 22.44 Uhr. Wie ist das zustande gekommen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du gefragt oder sie? Ich hab gefragt, Bruder. War am Hafen, schön auf Fähre, war nachts, schön Licht. Ja, man, wenigstens hat er da die Initiative ergriffen, ne?
Stell vor, sie war erster Kuss. Sie hat erste Mal, ich liebe dich gesagt. Sie hat gefragt, wie wir zusammen sind. Bruder, dann bist du sehr, sehr schwach, Bruder. Sehr schwach. Du musst diese Position, diese, hey, ich sag, wann es losgeht. Der Typ weiß, wie es funktioniert. Der Typ ist Romantiker. Guck mal, bei uns gab es immer so ein Hin und Her und ich fühle mich einfach verarscht von dir. Ich kann dir gar nicht mehr vertrauen. Sonst wäre es gar nicht so egal, was du meinst mit, es wird nicht mehr so sein. Ich bin nicht mehr der alte oder sonst was. Ich kann dir das nicht mehr glauben. Also ich gehe davon aus, du hast einen Ex-Freund? Nein, das war eine Kennenlernphase. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange kanntet ihr euch denn? Fast 3 Jahre. 3 Jahre Kennenlernphase? Ja. Oh mein Gott, 3 Jahre Kennenlernphase. Boah, 3 Jahre ist schon hart, Bruder. 3 Jahre Kennenlernphase. Ey, was da los, Alter? 3 Jahre, da muss man schon zusammen leben, schon Kinder, schon alles machen. Ey, tschüss, Alter, 3 Jahre Kennenlernphase. Was war das für eine Kennenlernphase? Oder war das einfach so ein Dings, diese Freundschaft plus, Alter? War das so eine Geschichte? Dann kann ich verstehen. Aber Kennenlernphase, Bruder, wie definiert man heutzutage eine Kennenlernphase? Es geht doch nicht so. 3 Jahre Kennenlernphase. Ja. Oh mein Gott, 3 Jahre Kennenlernphase. Das ist nicht so lang. Das. Was willst du da noch kennenlernen an ihm? Mama, wir haben ein Spiel, aber wir kommen wegen dir zu. Und was war ihre Nachricht? Lass mal nochmal hören. Das ist immer so ein Hin und Her und ich fühle mich einfach verarscht von dir. Ich kann dir gar nicht mehr vertrauen. Sonst wäre es gar nicht so egal, was du meinst mit, es wird nicht mehr so sein. Ich bin nicht mehr der alte oder sonst was. Ich kann dir das nicht mehr glauben. Also. Ja, Brudi, das ist 3 Jahre, Alter. Wer macht 3 Jahre sowas mit? Mama, wir haben ein Spiel, aber wir kommen wegen dir zu spät. Guck mal, wir haben Dennison getroffen. Hey, wie spielt ihr? Ja? Gegen Nino. Ah, warte, ich hab da gespielt damals. Nino, NTSV, ne? Ja. Warte, ich hab da damals gespielt. Die werden euch auseinandernehmen. Was? Warte, ich bin los. Haben wir noch einen Ball? Chill mal ganz kurz. Okay, was wäre denn theoretisch unangenehm, wenn wir sagen, wir kontrollieren das? Wo bist du nicht versichert für? Guck durch, was willst. Okay, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Warte mal. Wir gehen einmal auf WhatsApp. Also Gesichtserkennung bitte einmal. Ein Monat später, ultimativer Entschuldigungskuss. Okay, das heißt, da ist irgendwas passiert. Die haben sich gestritten. Es musste sich entschuldigt werden. Und das hast du mit einem Kuss gemacht. Naja, sie. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war. Alzheimer fängt schon an. Ja, aber ne? Ich sag doch, ich brauch die. Oder hättest du das mir am wenigsten dazwischen geschrieben, so in Klammern oder so. Dann 30.09.2022 bis 1.10.2022, Horrorfilm, auf Bubus Nacken, Übernachtung und lerne ganz viel Grabbeln. Smile, was? Ja, Bro, das war Dings, Lernen wegen Abitur. Aber Grabbeln? Was lernt man da Grabbeln? Bruder, was hast du da gekrabbelt, Bruder? Was ist das für ein Geschichte hier, Bruder? Neue Stellung oder was? 9.2.22 bis 1.10.2022 Horrorfilm auf Bubus Nacken Übernachtung und lerne ganz viel Grabbeln. Ganz viel Grabbeln, Alter. Mal was? Ja, Bro, das war Dings, Lernen wegen Abitur. Aber Grabbeln? Was lernt man da Grabbeln? Keine Ahnung. Digga. Grabbeln, ist auch anfassen, oder nicht? Ich grabbel dich mal an. Ja, ist anfassen. Ganz viel Grabbeln und dann in Klammern Smile. Man sagt ja auch immer, es fängt alles mit einem Horrorfilm an. Man sucht sich einen Film aus und den Film guckt man zu 60% gar nicht zu Ende. Ja, was soll ich sagen, Digga? Ja, ist genauso passiert, Bro. Hast du gut erklärt, Digga. Kann ich ja gar nicht sagen. Welchen Film habt ihr geguckt? Smile. Ach, Smile. Den Film habe ich auch gesehen. Ja, nicht in Klammer Smiley, sondern Smile. Okay, habt ihr den im Kino geguckt? Ja, Bro. Aber ihr habt nicht im Kino direkt losgelegt? Nein, Quatsch, Digga. Das ist eklig. Worüber wollt ihr reden? Mein Freund, Deutsch. Rede mal. Hey, wer bist du überhaupt? Hey, Bro, das ist ein Jimmy. Wer du bist? Warte, was wollen die von mir? Ah. Bruder, warum ziehst du überhaupt am Mikrofon? Warum hast du am Mikrofon gezogen? Hey, thank you, Bro. Hey, Digga, mach mal nicht hier auf Boxer. Let's give me. Ey, Dennison ist doch stabil, Alter. Nicht, dass Dennison den weghaut, Alter. Alles gut. Immer Interview. Was für ein Interview willst du? Ich will Interview mit dir, ganz einfach. Was für ein Interview? Interview, du machst doch Interview. Give me ice, speak. Hey, you know Mom, I love you. Was für Stress, ich will Interview. Bruder, du ziehst am Mikrofon wie keine Ahnung. Ist das so schlimm? Ja, hallo. Bruder, ich denke, er zieht an meinem Kuchen, ich guck, das bist du, ich kenn dich gar nicht. Er hat viele Dinge gemacht, was gestört hat, sowas wie, wir haben geschrieben und hatte auf einmal eine Freundin und so. Er hatte währenddessen noch eine Freundin gehabt? Und danach hat er sich dafür entschuldigt und hat seine Freundin mich angeschrieben, meinte, ich wäre schwanger von ihm, bla 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 und solche Dinge halt. Ach du Scheiße. Hier schreibt Zayasch, guten Morgen, wenn du willst, kannst du kommen, bin heute home. Ja. Du hast geschrieben, guten Morgen, bin relativ viel unterwegs heute wegen Terminen und Besorgungen, auf geschäftlich unterwegs. Ich schreibe dir, alles gut, lass dir Zeit und hast du nicht drauf geantwortet. Ja. Worauf wollt ihr hinaus? Er voll verliebt, auch ein sehr netter Dude, voll verliebt, nicht so meins. Was spricht dich da nicht an? Ich muss einmal kurz gucken, wie er aussieht, da kann ich selber beurteilen. Ja, ich verstehe dich. Er ist mir zu kenntlich, er ist wie so ein kleiner Welpe. Er sieht aber auch aus wie ein kleiner Welpe, ne? Ja. Wie alt ist der? 21. 21? Der sieht nicht aus, als wäre der 21. Nein. Vielleicht so 17, gerade geworden so. Ja.
Vor 2 Tagen. Dann am 16.10. War Ibiza-Urlaub. Ja, Ibiza essen, alleine Tapas. Ja, Mann, Baba Tapas gegessen, Ibiza. Ach, ihr habt zusammen mit Ibiza gegessen? Ja, aber Bruder, man muss echt sagen, Respekt. Also, ihr wart dann schon zusammen im Urlaub, ihr habt die Zeit schon genossen, ihr habt euch ein bisschen kennengelernt. Ja. Bist du aktuell noch mit ihr zusammen? Ja, Bro. Ja, gut, sehr gut, sehr gut. Und ihr legt kein Auge, Jungs, ne? Nee, machen wir nicht. Habt ihr Freunde? Nein, Mann. Na. Er nimmt auch mich auf. Ich such mir doch Leute selber raus. Ja, und ich darf nicht hier sein. Warum? Ich bin aus Dänemark, Mann. Was hat das aber damit zu tun? Ich will ein Interview haben. Ist doch egal, ob du aus Dänemark kommst oder woanders herkommst. Ist mir doch scheißegal. Alles gut, Bruder, alles gut. Gegen dich habe ich gar nichts. Mann, gegen dich habe ich gar nichts. You know, one years. I'm sorry for that. Sprich auf Deutsch. Tut mir leid. Aber jetzt eine Frage jetzt auf Ernst, Bruder. Yeah. Warum bist du so zu mir gekommen, Bruder? Was war dein Ziel? Aber wenn du ein Interview willst, warte doch mal ganz kurz. Ja, okay, wenn du ein Interview willst, Bruder, komm ganz normal zu mir, zieh das Mikrofon nicht, Digga, mach hier nicht irgendwelche Anzeigen, oder? So fast. Er ist mir auch scheißegal, ich will doch kein Englisch jetzt, Digga. Ich mach hier meine Interviews weiter, bitte komm einfach nicht. Walla, komm einfach nicht. Nein, das ist zu viel, Digga. Oh, feier ich, Alter. Der hat die Sache gut in der Hand gehabt, ja? Geburtstagsnachricht. Bruder, die ist auch ganz schön lang. Die musste geplant werden, ey. Bruder, guck mal, ganz ehrlich, natürlich, man fuckt sich ab, weißt du, aber der hat super reagiert, Alter. Der hat sehr, sehr gut reagiert. Ich weiß nicht, ob ich diese Geduld hätte. Ich hätte ihn sicher schon weggeschubst und vielleicht sogar Beine weggezogen, so auf schnelle Reaktion. Aber das wäre natürlich dann am Ende wieder, das hätte das ganze Video kaputt gemacht, ganze Tag, vielleicht Polizei, dies, das, Bruder, Anzeige und diese ganzen Geschichten. Er hat es genau richtig gemacht, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Bruder, so langer Text, wenn ich fertig mit lesen, hat er ja schon fast nochmal Geburtstag. Okay, komm, das lass wem, das gucken wir uns jetzt sicher an, das ist schon zu privat, weil das war eine Nachricht an die Frau. Dann gehen wir mal bei Marcel auf die Notizen, ne? Bruder, du bist auf falsche Notizen gegangen. Das sind meine Notizen. Ja, da hast du aber auch schon was stehen, Bruder, ne? Ja, aber nicht viel, Bruder, das ist Spanisch. Ja, warte, lass mich doch mal selber gucken, warum bist du denn schon so nervös, Digga? Okay. Wie funktioniert eine Kennenlernphase? Eine Kennenlernphase. Zuerst müsst ihr euch klar machen, dass nicht jede Kennenlernphase gut läuft. Und es ist immer ein gutes Ende gibt, außer wenn man sich Mühe gibt. Die wichtigsten Punkte, warte, ihr schreibt ohne Punkt und Komma, ne? Also, was lernen wir daraus? Ihr müsst euch erstmal kennenlernen. Würdest du dann sagen, Justin oder den Typen? Dann eher Justin. Echt? Justin schon reifer? Ja, also Justin ist auch sehr kindlich, aber er ist schon reifer. Justin left the chat. Du weißt, ich gehe mal auf den zuletzt gelöschten Ordner. Der ist mal mit. Aber was denkt die, wer die ist, Alter? Denkt die auch, die ist irgendwie Dings, Alter? Supermodel oder was, Alter? Was redet die überhaupt so ein auf wählerisch machen? Ganz ehrlich, Mann, jetzt mal. Bleib doch mal auch mal realistisch, Mann. Sei mal froh, dass der Justin überhaupt mit dir rumläuft. Mit dir chillt, Alter. Hammer. Aber er ist schon reifer. Justin left the chat. Du weißt, ich gehe mal auf den zuletzt gelöschten Ordner. Der ist mal am interessantesten. Ach, das ist der 21-Jährige. Den hast du aber trotzdem auf die Wange geküsst auf dem Foto. Ja, da war er noch nicht so kindlich. Warte mal, hattest du aber schon was mit ihm? Wir haben uns geküsst. Sicher? Mhm. Du hast auch, glaube ich, bei ihm geschlafen, ne? Mhm. Und habt ihr euch geküsst? Mhm. Das war's? Mhm. Justin, glaubst du ihr? Warum sollte sie lügen? Okay, wir fangen mal an. So, ich mach's am besten mal so. Dann schauen wir uns mal an. Was hat Marcel hier so in seinen Notizen? Warum guckst du rüber? Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist das? Ja, warte mal. Mitnehmen. Brotdose, 5 T-Shirts, Pullover. Okay, ich weiß nicht, wo du hingegangen bist. Checklisten, Digga. Was ist das hier? Ahmed 25? Boah, ich weiß auch nicht mehr. Ah, Geld. Ach, Schulden, die aufhören. Ja, ja. Der Bruder, der ist jetzt schon organisiert, Bruder. Der schreibt seine Schulden auf, Alter. Du bist jetzt nicht umbringen dafür, ne? Nein. Okay. Warte mal, willst du ein Interview haben? Ja. Aber welche Sprache? Dänisch. Auf Dänisch? Ja. Yeah. Ich will es auf Deutsch. Was machen wir jetzt? Black Lives Matter. Das Ding ist, ich würde lügen, wenn ich sage, sowas passiert voll oft. Das passiert sehr selten. Und deswegen sage ich so oft in den Streams an der Stelle, Dennis on live. Ich bin jeden zweiten Tag live, kommt da rein. Deswegen sage ich auch bewusst immer in den Streams, nehmt keine Drogen, weil Drogen bringen euch A nicht weiter und B verändern sie komplett euren Charakter. Das heißt, ihr seid einfach nicht mehr der ihr davor seid oder gewesen seid. Versteht ihr, wie ich meine? Nehmt einfach keine Drogen. Stabil, ich hab's gefeiert, Alter. Geiles Video, wirklich sehr, sehr. Allein, cool. Wenn ich jetzt so beschreiben müsste, ne? Ich sehe das Foto ja zum ersten Mal. Die Fotos sehen halt schon so danach aus, als wärt ihr in einer Beziehung. Aber deswegen sind sie ja auch im Gelöscht-Ordner, weil sie Bullshit sind. Fährst du GTI? Nein. Ach so. Warum? Nur so, einmal mit GTI. Er ist jetzt gerade auf 2. Gang, jetzt ist er 3. Ey, das Video war cool, Alter, wirklich. Dennis, so kann man wirklich ein Like da lassen. Ja, so macht man's, wenn man wenn einem was gefällt. Komm, wir haben mal abonniert und gerne in nächster Zeit gucken wir uns noch mal gerne was an, okay? Freunde, ich hatte euch angekündigt, sichert euch Anteile an dem Song Sahara. Der erscheint schon am 1.9. und ihr könnt euch natürlich nach wie vor Anteile an dem Song sichern, auch nachdem der Song released ist. Jetzt ist die ganze Ware heiß, deswegen checkt auch die Benefits ab und sichert euch Anteile an dem Song Sahara.
Lass ein Abo da, Bi!